Herzlich willkommen zu Halo 3 ODST in der Action des Flashbacks mit den vier Jungs und uns beiden. Also ich zähle mich jetzt nicht, dass ich fuck bin. Ja, der Bolle ist ein bisschen müde. Aber ich würde sagen, du wirst gleich wach, denn wir fliegen jetzt mit der Banshee. Jui! Über den Wolken. Wo die Freiheit so grenzenlos scheint. Wo kann man nochmal diese Dinger da machen, wo man so... Ja. Mit B. Was? Mit B? Mit B. B wie Bombe. Stimmt doch gar nicht. Drück dann mit B. Nein, ich meine, was du so einen Übersteiger machen kannst oder eine Seite, zur Seite wechseln kannst. Mit A. Also wenn du zweimal A drückst und die Richtung wählst. Ah, genau, das meinte ich. Ich dachte, du meinst jetzt die Bombe. Sie sammeln sich um einen Kater des Slipstream-Risses. Nach sie wohl suchen. Der Captain wüsste das bestimmt. Oh. Da haben sie vermutlich recht. Alles klar. Durch den Tunnel. Das ist unser Ziel. Eieieiei. Also Leute, ihr würdet es sicherlich nicht hören, aber ich kann euch sagen, hier klingelt wirklich ohne Flachs den ganzen Tag das Telefon. Also irgendeiner möchte, dass wir ans Telefon gehen, obwohl wir keinen Bock haben. Echt? Ja, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Seit wir aufnehmen, klingelt wirklich permanent in einem halben stündigen Rhythmus das Telefon. Warum geht ihr nicht ran? Ja, anscheinend ist das niemand, dem... meine Mutter nicht hören möchte, aber das versteht derjenige nicht. Durch den Tunnel, ein Gani. Lover. Na, ach Gott, ein Lover, nein. Da würde man wohl rangehen. Weiß meine Mutter nicht. Geht aber nicht ran. Huch, das war hart. Ich meine, wenn du jetzt ein Mädel hast, wirst du wohl auch ans Telefon rangehen, oder nicht? Oder wirst du sagen, nee. Boah, ich finde sie gut, finde sie toll, aber ich gehe nicht ran. Nicht. Aufpassen, nicht damit. Oh, da sind die Dinger da. Welche Dinger? Hier, Samariter. Ah ja, mach die nicht. Ich mach gar nichts. So. Oh, ich glaube, das ist auch ein Samariterchen. Ja. So. Nein, lass die. Wenn die abknallen, ist das nicht schlimm. Wir lassen sie in Ruhe. Ich hab's nur anders formuliert. Verdammt! Die Allianz muss die Tür zum nächsten Gebiet versperren. Weil, das haben wir ja nicht zu verschulden dann. Warten Sie, ich bringe einen Sender an. Okay. So. Ach, jetzt hab vergessen, mich ein bisschen zu oft beschäftigt zu stellen. Ist aber nicht schlimm. So, steigen wir raus. Das hab ich dir vorhin noch gesagt. Ja, aber ich musste... Ups. Wieso... Ach, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Aber ich musste offline sein. Weil sonst wäre mein Postfach voll. Die Tür geht auf. Ich gehe als Erster. Oh, verdammt. Wir wollen ihn. Na komm. Boah. Mir am Keks. Du bist ja fies, ey. Ja, sag mal, stirbst du jetzt? Danke. Wo nun? So, hier lang. Aber ich versuche gerade die Bodentruppen auszumerzen. Boah, haben wir aber Glück gehabt. Super. Dann herein in der guten Stube. Genau, versuchen wir das Phantom abzuknallen. Bombe voraus! Okay. Muss eben ausweichen. Nerv nicht. Eigentlich. So, dass diese Dinger auch nicht abknallen, lass die das machen. Because? Ich glaube, das gibt auch einen Erfolg. Habe ich selber nie bekommen, aber ich vermute, das ist das. Lass die selber machen. Naja. Da wird scharf geschossen. Scharf ist gut. Aber das ist ein Luftabwehr-Wraith. Den müssen wir aufhalten. Ich glaube, ich sollte mal langsam das gehen. Gerät austauschen. Ja, mach schnell, ich bin gleich tot. Nee, ich schepper noch. Das ist ja jetzt nicht. So. Von mir aus tauschst du also noch aus. Ja, mach ich jetzt. Boah. Und den nächsten.
sind ja mehr als genug da. Gut, kaputt. So, haben wir noch irgendwas an Feinden? Nein? Da muss doch was kommen. Wie gesagt, die Dinger machen. Da hinten, oder? Ah, ja. Oh, ne. Da hier noch ein Scharfschützengewehr. Oh, hinter dir mit Bazooka. Heiße Sache. Ah, ich bin tot. Das ist alles andere als gut gerade. Ja, hau lieber ab. Bring mich lieber zu einer Banshee. Weil, ja, genau deswegen. Ja, einfach mal ruhig. Bist du da? Nee, kann ich nicht. Du musst landen. Jetzt muss ich sogar noch landen. Ja, musst du. Ich kann ja nicht in der Luft auftauchen. Dann sterbe ich ja. Der Herr wieder da? Nein. Du musst dich irgendwo hinbewegen. Ja, ich... Tut mir leid. Kann ich auch nichts für. Ich weiß nicht, wo du uns leider hingebracht hast. Das gibt es nicht. Ich bin auf der ganz anderen Seite, ey. Das ist doch... Tja. Tja. Ja, und sonst? Was machst du so gerade? Ja, ich guck dir gerade hinterm Rücken. Oh, das ist schön. Ja, irgendwie tauche ich nie auf. Weißt du was, dann nimm den Banshee und klopp dich durch. Vielleicht müssen wir das Gebiet erst säubern. Und dann tauche ich auf. Was ich jetzt gerade total bescheuert finde. Aber irgendwie ist es nicht gerade möglich. Egal. Die Kamera läuft ja. Kamera an. Spot aus. Aber pass auf dich auf, ne? Ja, ja, klar. Weil eigentlich wollte ich dann da oben den Flakgeschütz mitnehmen. Ja, auf irgendwas schießen sie gerade. Ach so, auf das Ding da bestimmt. Ja, vielleicht ist... Noch eine verschlossene Tür. Aufmachen! Ja, du musst ja jetzt eben nach vorne. Was schnaufst du denn jetzt so? Das ist das Spiel! Jetzt muss ich hier die Arbeit machen. Ja, nicht meckern, arbeiten. Jetzt muss durchlaufen. Verdammt, die Tür klemmt. Hat wohl keine Energie mehr. Ich gehe hier los und versuche durch den Tunnel weiterzukommen. Na. No. Jetzt müsstest du aber kommen. Jetzt bin ich da. Das stimmt. Aber ich wollte immer noch die Bazooka holen. Und das tue ich jetzt auch. Ich hoffe, die ist noch da. Und Aliop. Weil wir haben ja da die Grunts gekillt und die haben natürlich alles Flakgeschütze. Und nicht gerade wenige. Also ich guck mal weiter von hinten und ich sehe da schon mal ein paar... Hier mit dem Schutzschild, wie heißen die nochmal? Schakale. Ah. Schakale, dann ist noch im Geschütz ist noch da. Mhm. Bin schon auf dem Weg. Brut ist auf jeden Fall... Das ist sowieso. Bin auf dem Weg. So, irgendwo ist hier, glaube ich, ein Scharfschützengewehr, wo du bist. Da unten. Und auch Flakgeschütze müssten hier, glaube ich, geben. Ach, ich habe ja noch ein Scharfschützengewehr. Ach, ehrlich. So, und da kommt schon der erste Kollege. Kollege. Will uns Beef machen. So. Bin schon echt schon rot. So. So, da hat sich jetzt der Brute-Typ versteckt. Schieß mal nicht. So. Puh. So, in dem Bein. In der Beine. Verdammt. In das Bein, ja. Ja klar, aber mit Absicht. So, jetzt schieß, schieß, schieß. Oder ich mach's. Ah, ich hätte es auch gemacht. Okay, vielleicht bei denen. Oder nicht. Komm noch näher, damit ich dich abknutschen kann. Bitteschön. Ja, da springst du weg, ne? Ging's mir schon lange nur auf den Keks. Ich geh mal näher ran. Wo ist dies? Zack. Sehr gut. Ach, Stalker. Oh, da kommt er mit dem Hammer. Ja? Super. Lass ihn kommen, lass ihn kommen. Und ein paar Unsichtbare, meine ich.
Nein, nein. Kommt er mir nah? Ja. Jo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja. Kommt er hoch? Kommt er hoch? Hat er Energieschild noch? Ja, er kommt. Ist er tot? Nein, ist er nicht. Super. Ach geil. Haben sie selber umgelegt. Nein, ich hab doch gerade die Rakete geschossen. Achso, das habe ich nicht gesehen. Nicht schlimm. Ich glaube, das waren alle. Nee. Ich sag ja, ich glaube. Ich habe nicht gesagt, dass ich weiß. Ja, stimmt, glauben ist ja nicht wissen. Richtig. Und Schach. Ja, du Sabbersack, ich weiß. Grüezi! Ah, hat dich voll erwischt. Sehen Sie am anderen Tunnelende nach, Gunny. Da könnte ein Generator sein. Ja, keine Zeit gerade. Ich brauche Energie. Du Vogel. Beleidigen ihn doch nicht, er hat auch Gefühle. Ich habe ihn ja auch nicht beleidigt. Ich habe ihn als Vogel bezeichnet. Ein Vogel ist immer frei. Also ist das ein freier Vogel. Man kann sich auch immer alles auslegen, wie man möchte, ne? Ich red alles schön. So, Tür ist auf. So. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir müssen wirklich zu Fuß. Oh oh. Da ist ein Scarab, direkt neben dem Ein Scarab. Das ist ja echt großartig. Verdammt, hat er Glück gehabt. Feiges Stück Scheiße, du. Gleich ist dein Schutzschild weg, mein Freund, und dann bist du down. Komm. Geh dein Blasenschild kaputt. Jetzt, zack. So. Nein, nicht den. Oh, du Arsch. Nein. Juhu. Puh. Blöder Scarab. Dich erwischt, ich komm nicht gleich darüber. Nö. So. Oh oh. Puh. Oh Gott. Grunt, geh mir nicht am Keks. Oh, du Grunt, ey, stirbst du jetzt mal endlich? Ich bin tot. Schlechte Wahl. Wie kann ich denn zu deiner Kamera wechseln überhaupt? Mit Steuerkreuz, glaube ich. Jupp, das stimmt. Gucken wir mal, dass du wieder auftauchst. Gebiet nicht sicher, ist mir bewusst. Verstehe gar nicht warum. Moment. Komm, den Scarab können wir noch schaffen. Wenn wir den platt machen, sind wir eigentlich am Ende des Flashbacks. Flashback! Autsch. Puh. Na, hast du dafür gepupst? Nein, ich habe die Zunge rausgestreckt. Hört man das nicht? Nein. Lauf ich gerade richtig zur Tür? Ja. Oh. Das ist falsch. Verdammt. Das habe ich dir gesagt. Weil ja, genau das habe ich auch gemacht. Ach so, das sagst du mir erst jetzt. Das war's. Okay. Jetzt versuche ich es wieder. Weil ich dachte mir, okay, das Schild, das wird's wohl aushalten. Da habe ich jetzt auch gerade gedacht. Oh. Direkt neben dem Ausgang. Das ist ja echt großartig. Bitteschön. Nochmal bitteschön. Boah, ey, diese Schakale gehen mir im Sack. So, habe ich jetzt alle. Nein, nicht schon wieder. Mann, ey. Was denn? Versuch eine Banshee zu kriegen. Ich. Blöder Scarab. So. Oh, getroffen. Ah, blöde Banshee. So, ich versuche mal den Scarab zu erledigen, ja? Mach das, ich lenke ihn ab. Oh. Ja. Erstmal schieß mal um den Geschütz kaputt. Wollen Sie ihn von dem
Ja, das weiß ich selbst. Aber ich habe was anderes vor. Er schießt auf mich so. Das sind nur andere, ne? Hä? Ich habe keinen gesehen. Aber jedes Mal, wenn ich geschossen habe, habe ich mich selbst verletzt. Das war das Geilste. Okay. Ja, eben drum. Ich habe hinterm Rücken geschossen. Jedes Mal, wenn ich geschossen habe, habe ich meine eigene Energie verloren. Ja, ich bin jetzt tot. Dass du mir schon bewusst zu tot bist. Das ist so geil. Kannst du keinen erzählen. I'm alive. Alter. Das kannst du keinen erzählen, ey. Ich schieß hinten drauf und sterb selber, ne? Das musst du erstmal springen. Oh scheiße, wir haben schon 16 Minuten. Ich wollte jetzt eigentlich keine Hektik draus machen. Alter. Ja, wir können ja jetzt hier einen Cut machen. Das tut richtig weh. Aber wie es aussieht, kommst du heute nicht mehr zurück. Ich mach zum letzten Speicherpunkt. Oh, und noch einen guten. Ich starte direkt einen guten. Das ja, ich starte direkt in eine Banshee. Was willst du mehr? Ein 6er Lotto. Ach, jetzt? Ja, jetzt bin ich wieder tot. Jetzt weiß ich Bescheid. Alles klar. Jetzt weiß ich's. Was weißt du? So, erstmal Banshee erledigen. Bolle, ich würde dir einfach sagen, nimm du dir auch eine Banshee. Weil es bringt ja nichts. Du hast ja gesehen, auch wenn ich tot bin, ich bin trotzdem nicht aufgetaucht. Alles klar, nimm jetzt auch mal eine Banshee. Ja, ich brauche jemanden, der ihn ablenkt. Ach, dafür bin ich nur gut genug. Nein, ist egal, ich kann ihn auch ablenken. Nein, mach du mal. Auf jeden Fall Beine erwischen. Ja, ich bin dabei. Gut. Ah, musst du dich bewegen. Sieht das nicht. Aber er hat irgendwie mich auf dem Kieker. Das finde ich gut. Kerl. Er schießt wieder so hardcore auf mich. Ach, da. Okay, ich mach die Banshee fertig. Oh. Sollte mich noch bewegen. So, stirb du Typ. Danke. Nein. Ist schon hardcore hier. Ach ja, mach mal. Der ist doch das letzte Ding und ist auf legendär, ne? Da ist ja, sag ich ja nichts. Ist ja kein Kindergeburtstag. Kieferbruch. Aber ich muss sagen, so die Gegner an sich, die kommen mir gar nicht so schwer vor, so Grunt oder Boot, so weißt du? Wir sind ja auch so lange geübt, jetzt mal ganz ehrlich. Endlich, Halleluja. So. Selbstmordkommando. Autsch. Ach nee, ist ein falscher Banshee. So. Zufällig keiner, der mich abholen kann, ne? Das wird schwierig. Hoffen wir, dass der Alpha das überlebt. Er überlebt. Ab in den Tunnel, bevor noch einer. Bin beim letzten Magazin. Läuft bei uns, Junge. Na, wie schmeckt dir dies? So, jetzt muss ich aber zu Fuß laufen, weil irgendwie ist meine Banshee wohl im Arsch gegangen. Nee, okay, ich glaube, da kommst du nicht hin. Ich? Ich muss doch nur die Tür öffnen, oder? Doch.
So. Da ist noch eine Banshee, guck mal. Da. Banshee. So, Geronimo! Auf in die Freiheit! Und noch mehr von ihnen! Halten Sie sie aus, damit wir durchkommen! Bleibt weg! Warte mal. Bleib du mal weg! Reaktion. Ich versuch mal was. Kann ich so rausfliegen einfach? Nope. Okay, ich werde das Ding hier zerstören. Bring ich nicht um! Ich sterbe! Für die Menschheit! Bin tot. Halten Sie sie ruhig, Mickey. Alles okay? Gut, dass es nicht nach Ihrem ersten Plan läuft. Sehen Sie sich die Tunnel an. Die, die nicht überflutet sind, sind wahrscheinlich voller Bagger. Ich würde nicht mal dahin gehen, wenn Sie es befehlen. Kommen Sie, Veronica. Was könnte wichtiger sein als der Träger? Meine Befehle. Und Bug? Nennen Sie mich Captain. Mickey, drehen Sie. Und finden Sie einen sicheren Landeplatz. Was? Warum? Ich habe was verloren. Jetzt weiß ich, wo sie ist. So, dann haben wir das ja gepackt. Dein Erfolg. Dachte ich mir. Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt hier an der Oberfläche und dann geht's ab in den Untergrund. Aber das alles in der nächsten Folge zu Halo 3 oder ST. Doch, wir müssen uns erstmal verstecken. Nein, ja. Wir müssen uns erstmal durchballern. Ihr seid dabei, wir ballern uns noch durch. Ah, ballern wir uns nochmal durch. Ja, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Scheiße. Ach. Bleib doch hier. Mein Blatt, mein Blatt. Genau, richtig so, richtig so, richtig so, richtig so. Ich glaube, das waren jetzt alle. Wie gesagt, auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge zu Halo 3 ODST. Also, bis dahin.